Die Teleakademie ist heute bei der Universität Freiburg. Professor Dr. Ernest Kallenbach lehrte Filmgeschichte und Theorie an der San Francisco State University und an der University of California in Berkeley. Bis 1991 war er Herausgeber der Zeitschrift Film Quarterly der University of California Press. In den 70er Jahren wurde er durch seinen Bestseller Ökotopia international bekannt. Professor Dr. Ernest Kallenbach spricht zum Thema The Hollowing Out of the American Empire, die Aushöhlung des amerikanischen Imperiums. Ecotopia, as you heard, is a novel that I published in 1975. Mein 1975 veröffentlichter Roman Ökotopia handelt von der Vision einer künftigen ökologisch ausgerichteten Gesellschaft, die sich in der Bioregion der Bundesstaaten Washington, Oregon und Nordkalifornien entwickeln konnte. In neun Sprachen übersetzt, sogar ins Japanische, hat er sich rund 1 Million Mal verkauft. Mittlerweile ist das Wort ökotopisch zum festen Begriff geworden für Werte und Einstellungen, die ein bewusstes und befriedigendes Leben herbeiführen. Der Roman hat schon die Gründer der deutschen Grünen inspiriert. Auch heute birgt das Buch eine hoffnungsvolle Zukunftsvision für jene jungen Menschen, die sich Sorgen machen über die ökologische und soziale Verarmung, die dem expansiven, konsumorientierten Industrialismus innezuwohnen scheint. Ich werde die Aushöhlung des amerikanischen Imperiums aus einer ökotopischen Perspektive analysieren. In my analysis of the hollowing out of the American Empire. Now, of course, America today. Natürlich scheint Amerika heute auf dem Höhepunkt seiner Macht zu stehen. Das Verteidigungsbudget der USA ist größer als die Budgets aller anderen Länder zusammen. Die US-Luftwaffe dominiert den weltweiten Luftraum. Die US Marine überwacht alle Meere. 750 Militärstandorte besetzen Schlüsselpositionen auf dem ganzen Planeten. Auffällig ist, dass sich viele der ständigen Standorte in der Nähe von Ölfeldern und Pipelines befinden. Das amerikanische Imperium lebt vom Öl, das wir nicht nur in großen Mengen für unsere Mobilität brauchen, sondern auch für die Landwirtschaft, Fischerei, Chemie, Kunststoff, Holz- und Papierindustrie, praktisch für alles, was eine moderne Gesellschaft produziert. Das amerikanische Militär, das ebenfalls vom Öl lebt, praktiziert sogenannte Shock-and-Awe-Kampagnen, um jede organisierte Gewalt zu zerstören, die sich ihm entgegenstellt. Seine hochentwickelten technologischen Waffen haben denselben überwältigenden Effekt wie der Blitzkrieg im Zweiten Weltkrieg. Nichtsdestotrotz gibt es Anzeichen dafür, dass dieses mächtige Imperium Schwäche zeigt, sowohl nach innen als auch nach außen. Für die meisten Amerikaner ist dieser Prozess nicht erkennbar. Sie leben komfortabel im Herzen des Imperiums und werden von einseitigen und kontrollierten Nachrichtenmedien versorgt. Einige besorgte Amerikaner allerdings versuchen herauszufinden, was mit unserem Land geschieht, was erwartet uns auf lange Sicht. Ein Teilproblem ist sicherlich die nahende Erdölproduktionsspitze. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in einem langsamen Prozess das Öl zwar teurer, der Nutzen aber, den wir aus dem Öl ziehen, geringer wird. Das ist ein entscheidender Punkt. Aber eben nur Teil eines größeren Musters, das ich hier betrachten möchte. Dabei dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Europa und Japan aufgrund ihrer eigenen Abhängigkeit vom Öl ebenfalls tief in den Prozess der Aushöhlung verwickelt sind. Lassen Sie mich zunächst den üblichen Werdegang eines Imperiums nachzeichnen. Die meisten Imperien beginnen als wohlhabende Stadtstaaten oder Regionen, die in ihren Perspektiven und Werten zunächst lokal ausgerichtet sind. Sie wachsen, weil sie reich sind an land- und forstwirtschaftlichen Rohstoffen, wertvolle Mineralien besitzen oder großen Fischreichtum. Ihre zentralen Städte expandieren, verbreitern ihre Produktpalette und Dienstleistungsangebote. Manche Imperien führen Schutzzölle ein, um von Importen unabhängig zu werden.
Sie beginnen, ihre Region und ihre Peripherie zu dominieren und vertreiben bzw. eliminieren frühere Einwohner, so wie es die europäischen Siedler mit den Ureinwohnern Amerikas getan haben. Dazu entwickeln sie mächtige Armeen, die mit der Geldaristokratie verbündet sind, und die wiederum sehen es als ihre Aufgabe, die Regierung nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Vor allem benötigt das wachsende Imperium günstigen Zugang zu den Ressourcen, die außerhalb des eigenen Staates liegen. Deshalb wird das Militär zunehmend in weiter entfernt liegende Gegenden geschickt, um die bekannte Welt zu kontrollieren. Auf diese Weise haben es Athen mit seinen Triremen, Rom mit seinen Legionen und später Venedig mit seiner Flotte versucht, den gesamten Mittelmeerraum unter ihre Kontrolle zu bringen. Alexander hat seinen Herrschaftsbereich im Osten bis nach Indien ausgedehnt. Die mongolischen Horden fegten über den Großteil der eurasischen Landmasse hinweg. Die britische Flotte war der starke Arm des ersten wirklich globalen Imperiums. Im 19. Jahrhundert stiegen die Vereinigten Staaten mit der Besetzung der Philippinen und Kubas erstmals zu einer echten Imperialmacht auf und erklärten die gesamte westliche Hemisphäre zu ihrem Einflussbereich. Später dann schickten sie ihre Marines, um rebellierende Marionettenregimes im Zaum zu halten. Ein echtes Imperium, das die Weltherrschaft anstrebt, kann dies nur auf Kosten des eigenen Volkes tun. Das Staatsvermögen wird zunehmend für Waffen und Demonstrationen von Prunk und Macht ausgegeben, für die Geheimpolizei und die Überwachung der eigenen Bevölkerung. Darüber hinaus fließt ein immer größerer Teil öffentlicher Mittel den Reichen und Einflussreichen zu. Langsam wendet sich das Imperium in seinen Werten, Herrschaftseinstellungen und Ideologien zu. Die Macht des Staates wird höher bewertet als das Wohlergehen seiner Bürger. Es entwickelt eine aggressive Außenpolitik, die sich nicht auf Diplomatie oder Wirtschaftskraft stützt, sondern auf Waffentechnik. Die Hegemonie wird dadurch gestützt, dass ihre Gegner mit diesen Waffen eingeschüchtert werden. Am Ende aber ist das Imperium ausgelaugt und bankrott. In vielen Imperien fehlt der Öffentlichkeit eine politische Organisation, die es mit starken institutionellen und unternehmerischen Strukturen aufnehmen könnte. Selbst intelligente und wohlmeinende Staatsführer beschäftigen sich nicht mehr mit essentiellen sozialen Problemen, da die Reichen und Mächtigen an deren meist langfristigen Lösungen nicht interessiert sind. Ihr kurzfristiger Profit würde dadurch geschmälert. Die Kosten dieser veralteten und destruktiven Strukturen tragen die Gesamtbevölkerung und die Nachwelt. In den Vereinigten Staaten wird heute beispielsweise die Auslandsverschuldung in die Höhe getrieben, um so ein eigentlich untragbares öffentliches wie privates Konsumniveau zu sichern. Amerikaner können heute vieles billig einkaufen, aber ihre Kinder werden enorm hohe Steuern zahlen müssen, um die überbordenden Schulden abzubezahlen. Kurzfristiges Denken wird zur Norm der nationalen Finanz- und Investitionsstrategien. Regierungen ergehen sich in ablenkenden Investitionen, die nichts zum Wohlergehen der Normalbürger beitragen, anstatt produktive Investitionen zu tätigen, die zur Verbesserung von Industrie und Landwirtschaft beitragen. Statt des Spektakels im römischen Zirkus leisten wir uns Dinge wie Raumfahrten zum Mars, öffentliche Förderung von Sportstadien und Waffen mit grotesker Zerstörungsgewalt. Dieser ganze Prozess kommt aber nicht in Gang, weil einige böse Buben in unsozialer Weise die Kontrolle über Unternehmen und Regierung an sich reißen. Der imperiale Evolutionsprozess ist recht unpersönlich. Obwohl die Nachwelt manche Herrscher als klug, bedacht und milde, andere wiederum als dumm, rücksichtslos und bösartig bezeichnen mag. In Wirklichkeit wird die führende Klasse eines Imperiums stark durch imperiale Realitäten eingeschränkt, gleichgültig wen sie in Führungsämter gewählt hat. Sie befindet sich sozusagen in einer Zwickmühle.
Die Wirtschaftsmaschinerie eines Imperiums, seine politische Unterstützung und die eventuelle Zustimmung seiner Bürger, all das ist abhängig von der Gewinnung von Reichtümern und Ressourcen in weit entfernten Gegenden, die besiedelt sind von Völkern voller Ressentiments. Ein Imperium kann sich nicht einfach zurückziehen. Im Falle des US-Ölimperiums wäre es buchstäblich unmöglich, den amerikanischen Lebensstil oder auch den europäischen, kanadischen oder japanischen beizubehalten, ohne die gleichzeitige Kontrolle über das Öl und ihre daraus resultierenden Vorzüge.